Geh du lieber auch in Deckung. Nee. Ich trau mich nicht. Na hoppali, was ist denn jetzt passiert? Ich mach doch alles richtig. Ich stehe an meiner Tischkreissäge, benutze, wie ich gelernt habe, Schiebestöcke. Was ist hier los? Das kann ich euch sagen. Zuallererst, eigentlich hätte ich euch gerne gezeigt, was passieren kann. Aber ich bin ein alter Hosenscheißer und hab zu viel Angst. Weil das, was passieren kann, lebensgefährlich ist. Was, Digga? Ja, in Ernst. In Ernst? Im Ernst. Seht ihr, ich habe schon Panik. Wir haben es 3-4 Mal probiert und ich habe dann für mich eingesehen, nein, ich möchte das nicht. Mir ist es das nicht wert. Ich stand zwar hinter einer sehr massiven Multiplexplatte, aber es ist wirklich kein Witz. Der Fehler, den ich euch heute zeige, kann im Zweifelsfall tödlich enden. Also lasst das. Was war jetzt hieran falsch? Wir haben doch das richtige Werkzeug. Zuallererst, das hier, ein Schiebestock, ist tatsächlich das richtige Werkzeug. Denn wir können damit unser Material hier am Anschlag langführen. Das ist deutlich besser, wenn wir das so machen, als mit der Hand. Wenn ich die nämlich hier drauf packe, dann bin ich ja hier sehr nah am Sägeblatt. Und das ist unnötig gefährlich. Allerdings kann man auch mit Schiebestöcken ganz viel falsch machen. Zwei gravierende Fehler gucken wir uns jetzt an. Die bauen eigentlich aufeinander auf. Zuallererst mal haben wir gelernt, solche Stücke führen wir immer mit der langen Seite am Anschlag lang. Also nicht so. Das hier kann also schon mal nicht passieren. Wenn wir das jetzt hier so führen, habe ich im Eingangsvideo hier geschoben. Und wir sehen schon, oh oh, das schiebt sich ja weg. Ist ja auch irgendwie klar, weil wir so nah am Anschlag drücken, drücken wir eigentlich vom Anschlag weg. Und das, ohne dass jetzt hier Kraft auftritt. Ich drücke nur. Wenn jetzt hierbei noch Kraft auftritt, wir also sozusagen das Sägeblatt treffen, dann verstärkt sich dieser Effekt. Das heißt, selbst wenn ich hier drücke und hier ein bisschen Gegendruck habe, dann schiebe ich mich sofort vom Anschlag weg, also ins Sägeblatt. Und genau das, jetzt, was jetzt passiert, diese Rotation ins Sägeblatt, ist das, was Kickback auslöst. Und das kann tödlich sein. Ich bin unzerstörbar, denkt sich mancher Heimwerker und auch mancher Profi. Aber ich habe es schon oft gesagt, wir stehen bei einer solchen Tischkreissäge oft hier hinterm Sägeblatt. Das ergibt sich aus der Arbeitsweise irgendwie ganz von alleine. Besser wäre natürlich, wenn wir einen Schritt zur Seite machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, stehen wir oft hier. Und, Digga, tödlich? Übertreibst du nicht ein bisschen? Leider nicht wirklich. Das hier ist ein kleines Stück MDF mit scharfen Kanten. Und wenn das mit sehr, sehr vielen Umdrehungen hier rausfliegt, dann trifft es mich tatsächlich genau hier im Unterbauch. Da sind ziemlich viele wichtige Organe. Auch wenn es mich hier seitlich treffen würde oder hier. Das ist kritisch. Ich habe hier keine Rippen, weil ich ein Mensch bin. Das heißt, das Ding donnert mir volle Möhre in die Organe rein. Und das ist der Punkt, innere Blutungen sind relativ schnell ziemlich tödlich. Also das ist tatsächlich überhaupt gar nicht witzig, sondern wirklich eine sehr große Gefahr. Auch wenn euch so ein Teil woanders trifft oder es trifft irgendwen da hinten, das ist wirklich Käse. Also müssen wir immer dafür sorgen, dass wir das vermeiden. Und das ist eigentlich super einfach. Wenn wir unsere Schiebestöcker von eben einfach nur richtig benutzen, sie also an der richtigen Stelle halten. Wo ist das denn nun? Das zeige ich euch. Wir wissen alle, das Ding ist irgendwie gefährlich, weil normalerweise dreht sich das und das kann schneiden. Deswegen denkt der eine oder andere vielleicht, ja, ich will ja nicht in meinen Schiebestock reinsägen. Deswegen drücke ich möglichst weit hier rechts, da bin ich vom Sägeblatt weg. Ich habe euch gerade schon gesagt, dass das Mist ist. Im besten Fall drückt ihr mit dem Schiebestock sozusagen immer leicht diagonal. Denn wir sind keine Roboter, wir können nicht hundertprozentig linear drücken. Das funktioniert einfach nicht. Also ist es besser zu sagen, okay, ich drücke hier und versuche dabei immer ein bisschen Kraft seitlich gegen den Anschlag auszuüben. Also übertrieben gesagt, so. Dadurch sorge ich dafür, dass mein Material immer gleichmäßig an dieser Kante geführt wird und nicht diese Gefahr hier besteht. Aber Jones, ich will doch nicht in meinen Schiebestock reinsägen. So sieht meiner aus. Da ist nicht mehr viel von übrig. Warum? Weil das ein Schiebestock ist. Der ist dafür da, damit wir im Zweifelsfall in dieses Ding reinsägen und nicht in die Finger. Also, der logische Druckpunkt ist in der Regel hier, weil wir, wie gesagt, eher zum Anschlag drücken wollen. Und selbst wenn wir es rotieren wollen würden, dann lieber hier, weil das nicht geht. Da ist der Anschlag. Also, lieber hier drücken als hier.
Und wenn wir den zweiten benutzen, das zeige ich euch auch gleich noch, dann müssen wir auch auf was achten. Aber erstmal geht es so. Sinnvoll ist es immer, zwei von diesen Teilen zu haben. Mit einem kann man schieben, mit dem anderen Rest wegmachen oder auch dafür sorgen, dass man das Material sauber führt. Moment, hast du nicht gerade gesagt, so geht es nicht? Das stimmt, weil das hier die kurze Kante ist. Das machen wir also nicht. Aber wir können natürlich selbstverständlich unser Stück so führen. Mit dem rechten schieben wir nah am Sägeblatt das Material und mit dem linken üben wir etwas Druck gegen den Anschlag aus. So können wir hier wirklich nur gerade ausschieben. Und hier drücken wir ein bisschen gegen den Anschlag. Ein bisschen, gerade an die Herren der Gesellschaft gesprochen. Das soll nicht alles zusammendrücken. Wir wollen es nur führen. Das Zusammendrücken bietet auch eine Riesengefahr und die zeige ich euch jetzt. Unser Material hier ein bisschen gegen den Anschlag zu drücken ist wunderbar. Ich habe jetzt natürlich hier schon eine Kurve reingesägt, um euch was zu zeigen. Was viele gerne machen ist, hier auch noch volle Möhre drücken. Das ist natürlich Quatsch. Wenn wir hier drücken, drücken wir nicht gegen den Anschlag, sondern vor allem gegen das Sägeblatt. Das heißt, wir klemmen das Ganze ein. Man sieht das auch, dass sich dieser hintere Teil hier relativ schnell bewegen kann. Und wir drücken das hier wieder rein. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Wenn wir drücken wollen, dann drücken wir vor dem Sägeblatt. Hier können wir das Material, es ist ja in dem Fall noch nicht durchgesägt, es ist ja nur ein Anschauungsbeispiel, sehr gut fixieren. Und wir müssen auch hier nicht so drücken, sondern wir müssen den Schiebestock eigentlich nur hier hinlegen, sodass das Material geführt ist. Wir brauchen dafür keine Kraft. Wenn wir Magnete haben, könnten wir das theoretisch gesehen sogar so machen. Einfach dafür sorgen, dass es uns nicht nach links abhaut. Und dann ganz locker hier führen. Wenn wir beim Sägeblatt gegen das Sägeblatt drücken und dann auch noch hier an der Ecke, dann quetschen wir das Material wirklich auf Teufel komm raus hier rein. Und da kann es sein, dass selbst mit Spaltkeil das Teil rausfliegt. Ich möchte euch in diesem Fall überhaupt gar nicht sagen, hey, hey, mach das aber alles falsch. Zuerst mal ist es ja super, wenn man einen Schiebestock benutzt. Und ganz ehrlich, woher soll man wissen, wie man ihn richtig benutzt, wenn es einem niemals jemand erklärt? Wichtig ist aber trotzdem darauf zu achten. Wenn ihr hier schiebt, probiert es einfach mal aus, ohne dass die Säge an ist. Ihr werdet sehen, ihr schiebt es automatisch im Anschlag weg. Und das ist Käse, denn wir wollen ja eigentlich mit diesem schönen Schiebestock alles sicherer machen. Ganz wichtig, welcher Schiebestock ist der beste? Das weiß ich nicht. Ich finde es erstmal super, so eine Form zu haben, weil es eine Verlängerung meines Arms ist. Ich bin also erstmal weit weg aus dem Gefahrenbereich. Wir können uns irgendwann Schiebestöcke angucken, aber so einer ist erstmal super. Baut euch die Dinger selber, achtet darauf, dass die Fasern stimmen und dass das Ding stabil ist. Und dann schiebt ihr bitte eher am Sägeblatt als davon entfernt. Und dann sollte auch nichts schief gehen. Also, lasst mir doch gern ein Abo da. Denn das ist ein Fehler, den ganz viele machen und ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt könnt ihr mir gerne noch einen netten Kommentar schreiben, nämlich mit dem Hashtag Mara, die schon eben in diesem kleinen Moment dieses Stück MDF ablecken musste, weil sie dachte, es ist ihre Beute. Aber so ist sie nun mal, da kommt sie schon. Nimm deine Beute, Hund. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Kommst du wieder zurück?